Puh, schwierig in Worte zu fassen, weil ich auch nicht ganz weiß, was ich dazu sagen soll. Die erste Halbzeit verschlafen wir komplett, haben überhaupt, wollen Pressing spielen, die spielen uns jedes Mal durch, kommen nicht in die Zweikämpfe. Ja, so, glaube ich, wird es schwierig, dass wir oben mitspielen. Und auch in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig. Da machst du den Anschlusstreffer gleich nach der Halbzeit und trotzdem sind die dem 3-1 näher als wie wir den Ausgleich. Und ja, das ist unterm Strich einfach nur enttäuschend. Und da müssen wir jetzt ganz schleunigst drauf schauen, wie wir das nächste Woche ändern, weil so werden wir in der Liga niemanden schlagen. Nein, weil wir haben es unter der Woche angesprochen, dass uns das jetzt schon zwei, dreimal passiert ist, dass wir die erste Halbzeit verschlafen, dass wir richtig schlecht sind. Und dann sind wir da, nehmen uns vor, dass wir dieses Mal von Anfang an da sind und dann verschlafen wir wieder die erste Halbzeit. Da gibt es eigentlich keine Erklärung dafür. Unterm Strich war das einfach zu wenig heute. Wir haben uns so viel vorgenommen für die Partie, wollten endlich wieder so ein richtig hohes Pressing spielen nach den intensiven Wochen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt war wieder eine normale Trainingswoche, jetzt wollen wir wieder voll drauf gehen, voll attackieren, den Gegner unter Druck setzen, Fehler erzwingen und dann zu guten Chancen kommen. Und ja, die ersten 10, 15 Minuten ist uns noch halbwegs gelungen, aber dann haben wir leider eine Phase gehabt, wo gar nichts war und das war einfach viel zu wenig. Und dann gibt es im Endeffekt in 5, 6 Minuten die Partie aus der Hand bis 2-0 hinten. Ja, die erste Halbzeit vor allem war nicht gut genug. Zweite Halbzeit haben wir dann nochmal alles riskiert, waren Chancen auf beiden Seiten. Unterm Strich muss man ehrlich sagen, eine verdiente Niederlage. Es war einfach zu wenig heute und sowas darf uns nicht passieren, wenn wir oben mitspielen wollen. Ja, ist schwer, dass man da eine Erklärung findet. Ich glaube, also wir sind nicht einmal richtig in die Zweikämpfe gekommen. Also, wie gesagt, nach den ersten 10 Minuten war es noch okay, aber dann sind wir nicht einmal, wir haben keinen Zugriff gehabt. Wir haben versucht zu pressen, aber es war, keine Ahnung. Es war einfach ein richtig schlechter Tag für uns, vor allem erste Halbzeit, wie gesagt. Und ja, ist einfach zu wenig und sowas darf uns nicht passieren. Ist jetzt aber leider passiert und es hilft jetzt eh nichts. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Nächste Woche ist eine sehr, sehr wichtige Partie. Und da gilt es dann einfach, das Spiel heute wieder gut zu machen, weil, wie gesagt, das war zu wenig heute.